Ja, noch einmal wunderschönen guten Abend, Georg Giegruber. Ja, ich habe das Vergnügen, immer mit besonderen Menschen, freudvollen Menschen zu umgeben. Also das, ich brauche auch nie in die Pension gehen, weil das immer nährend ist und nicht zehrend ist. Und ich merke schon, wir sind da in einer eigenen Welt, die nicht alltäglich ist und noch nicht die Masse ist. Und es gibt schon Dinge, die auch noch anders ticken. Ich verstehe es zwar nicht, weil ich habe eigentlich nur ein nährendes, schönes Umfeld, aber soll so sein. Gut, wir haben in diesen Monatsimpulsen immer ein gewisses Thema seit einigen Monaten. Letztes Mal war es Tourismus, heute ist es Gesundheit. Und wir werden das jetzt das erste Mal dann veröffentlichen, dass die Leute ein bisschen Ahnung haben, um was geht's da. Ich werde vorab kurz die Ökonomie der Menschlichkeit vorstellen. Wieso überhaupt? Wieso braucht es eine Ökonomie der Menschlichkeit? Und dann haben wir, und das ist ganz, ganz wesentlich, immer praktische Beispiele zu einem gewissen Thema. Wir haben eine Ärztin dabei, es geht um Bewegung, es geht um Naturhaarfarben. Also das Thema Gesundheit, Eigenverantwortung, Gesundheit ist ein breites und was schon interessant ist, wir haben eine riesen Informationsflut, die daherkommt jeden Tag, aber so richtig essentielle Informationen, die dem Leben, die mir dienen, die sind sehr, sehr rar. Und da darf man ganz einfach eigene Wege gehen, dass wir die Gesellschaft gemeinsam erreichen und dass man einfach sagt, ja, dient es jetzt gerade dir selbst, dient es dem Lebensraum, was du gerade machst oder eben nicht. Ich habe eine kleine PowerPoint, wer mit ein paar Folien starten und dann. Das wird 10, 15 Minuten dauern und dann übergebe ich. So, soll sichtbar sein. Interessant ist immer, man hört sie, egal ob in der Medizin, im schulischen Bereich oder eben bei uns in der Wirtschaft, immer an wissenschaftlichen Lehrmeinungen und da wird uns vermittelt, wie Wirtschaft funktioniert. Aber nur wer sagt denn das, dass Wirtschaft so funktionieren muss, wie es jetzt ist? Wir sehen ja, dass es endend ist. Und wir sind richtig entgegen der wissenschaftlichen Lehrmeinung, glauben wir an den Menschen. Wir glauben, dass die Menschen essentiell braucht und dass es eine Wirtschaft geben kann, die allen dient, den ganzen Kreislauf dient. Und das Thema Freude, das bei vielen, sehr, sehr vielen Unternehmen im Moment ein Absurdum ist, wird die Säule, wird die Basis der zukünftigen Wirtschaft werden. Das wird ganz, ganz interessant und das kann absolut funktionieren. Die Hürde sind einfach die Glaubenssätze, ist die bisherige Situation, dass man halt immer das wiederholt, was man im Moment macht. Und dieses Feld aufzubauen, ist nur die Herausforderung, das machen wir. Wenn man jetzt einen Kunden fragt, und wir kaufen ja jeden Tag Dinge, wir machen täglich Sachen, war das jetzt dienlich? Welchen Vorteil habe ich durch diesen Kauf gehabt? Dann kommt meistens in dem Sinn der Preis, ja, ich habe günstig gekauft. Es werden aber die Zusammenhänge nicht gesehen, dass man sagt, ja, dient es jetzt den Lebensraum? Ist das jetzt nährend für mein Umfeld oder ist es zehrend? Und große Konzerne schaffen ja eine Markenbildung insofern, dass sie immer wiederholen, dass sie immer die gleiche Botschaft senden. Gestern hat mein Unternehmer gesagt, wir brauchen so einen gegenteiligen Spruch von Geiz ist geil für die Ökonomie der Menschlichkeit. Nur diese Sprüche bauen aufs Ego auf und einen Ego-Spruch zu kreieren ist ganz, ganz einfach. Aber einen fühlenden Spruch, einen verbindenden, ist viel, viel mehr Herausforderung. Das sehen auch wir in der Kommunikation, wo sicher noch viel zum Tun ist. Es ist einfach eine gemeinsame Verantwortung, dass wir unseren Lebensraum gestalten. Und somit geht es uns in der Ökonomie der Menschlichkeit nicht mehr um den einzelnen Unternehmenserfolg, sondern um den Erfolg der Gesellschaft, der Kultur, der Wirtschaft gesamt. Und da können wir einen total dienlichen Beitrag leisten dazu. Und über das reden wir dann in Folge. Kurz für jene, die die Ökonomie der Menschlichkeit nicht kennen. Wir als Ökonomie der Menschlichkeit sind der Verein. Wir wirken eigentlich für diese neue Wirtschaft. Also wir sind Interessensvertreter, wir fördern das, wir nähren das, wir co-kreieren. Also es ist einfach eine gemeinsame Kraft, die mehr und mehr entsteht. Mit jedem Mitglied wird es in dem Sinn mehr. Ich habe ein paar Dinge gelb herausgehoben. Das war so vom bewusst gemeinsamen Leben vorher, die Geburt der Ökonomie der Menschlichkeit. Also wo man wirklich sagt, die Säule Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit. Dann haben wir zwar 22er Wanderung gehabt, das wird der Weg der Menschlichkeit, der wird nächstes Jahr aktiv werden, also das ist nicht vorbei, sondern der wird sichtbar werden.
Und seit heuer geht es um die Außenwirkung, dass man sie zeigt. Und wir haben heute eine Ärztin dabei. Wenn du da reingehst, strahlt dir diese Logotafel entgegen. Und das finde ich ganz, ganz toll, wenn ein Arzt der Ärztin sagt, ja, Menschlichkeit, Folge der Freude. Also das ist ein ganz, ganz anderer Zugang in dem Sinn, um einen Patienten in dem Sinn oder eine Patientin zu behandeln. Und 2024 geht es dann um Co-Kreation, geht es um Projektgruppen, um die Sichtbarkeit, um Vorträge. Also da werden wir sehr, sehr stark nach außen gehen und gemeinsam kreieren. Wenn man jetzt sagt, ja, die Wirtschaft baut ja auf Geld auf, da gibt's die Bilanz, die wird erstellt und dann sieht man, ob man erfolgreich ist oder eben nicht. Das ist ein Parameter und unser Parameter, das wir einsehen, ist wirklich eine zweite Bilanz, also einen ökonomischen und wirtschaftlichen und einen menschlichen Erfolg zu schaffen. Und diese Bilanz, da der Steuerberater, wir haben einen tollen neuen Steuerberater, und der hat dann gesagt, bau noch eine Bilanz. Und dann sage ich, nein, die macht's nicht ihr als Steuerberater, sondern das machen die Unternehmer selbst. Das ist also ein Fragebogen, wo man dann entsprechende Auswertung kriegt und wo man sieht auf drei Ebenen, wie die entsprechenden Parameter sind. Und da sind wir genau bei dem Bereich, den uns Menschen zur künstlichen Intelligenz unterscheidet. Das ist das Gefühl, das ist das Ausdruck, das ist die Begegnung, das ist in dem Sinn die Berührung. Und das ist die ganz, ganz große Chance, weil wir einfach Sozialwesen sind. Die Ökonomie muss definitiv den Menschen dienen und das können wir mit der Ökonomie der Menschlichkeit umkehren. Und die Kommunikation, die ich schon erwähnt habe, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Barbara jetzt da ist. Wir haben richtig in der Kommunikation, in der Formulierung immer wieder optimiert und ich merke einfach, was für mich so logisch ist, ist für die Wirtschaft allgemein nicht. Und wir haben es jetzt so definiert, wie ich es da geschrieben habe. Wenn Sie das einmal durchlest und einfach ein bisschen einfühlt, und das sollte schon ein Weg sein, das sollte eine Kommunikation sein, wo man sagt, ja, da macht sich ein Raum auf. Der Mensch im Mittelpunkt, der Kreislauf zu schaffen, dass allen Beteiligten gut geht, das ist eigentlich so, so logisch. Und wenn man jetzt sagt, was unterscheidet jetzt die rein gewinnorientierten Unternehmen, die Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, auf den unmittelbar kurzfristigen Erfolg für das eigene Unternehmen und zu den beherzten Unternehmen, das ist eben die Ökonomie der Menschlichkeit, die kann gemeinsam sichtbar werden. Jetzt haben wir in der Praxis und da haben wir drei Bereiche. Medizin ist ganz breit. Ich weiß jetzt gar nicht. Lebensmittel. Gerlinde ist da, eine tolle Bäuerin. Vielleicht gibt's auch da dann noch einen Impuls, weil das Mittel zum Leben natürlich auch ganz, ganz entscheidend ist. Wir haben mal ein paar Dinge rausgenommen, um die zu beleuchten. Und ja, Medizin, interessantes Thema. Ganz, ganz eine tolle Ärztin, Angelika Reischl. Ja, wo es ähnlich, glaube ich, ist, liebe Angelika, wie bei uns in der Ökonomie der Menschlichkeit, die Gesamtheit zu sehen, ja, zu schauen, wie fügen sie die Dinge zusammen, was ist das Symptom? Also wie würdest du Medizin definieren oder deine Situation als Ganzheitsmedizinerin? Ja, danke, Georg, einmal schon für die Vorschusslorbeeren. Ja, Ganzheitsmedizin ist ein besonderer Teil der Medizin, wo man einfach den Menschen in seiner Gesamtheit, also an allen Ebenen, psychosozial, also Körper, Geist und Seele, in den Mittelpunkt stellt. Und das ist Voraussetzung für eine Medizin, die menschlich ist. Ich versuche in meiner Praxis das auch zu leben und setze da einige Schritte. Und der erste Schritt ist für mich schon einmal der Empfang, also die Begrüßung, dass man einfach einmal auch schon sie menschlich begegnet, den Menschen auch
auf der gleichen Ebene wahrnimmt, dass man anlächelt und einfach einmal das Gefühl einem gibt, dass er willkommen ist und dass man ihm eine Wertschätzung entgegenbringt. Das ist für mich sozusagen eigentlich selbstverständlich, wobei ich aber beobachte, dass das in der heutigen Zeit leider nicht mehr ganz selbstverständlich ist. Und darum lege ich da so ganz ein besonderes Augenmerk drauf. Und wie gesagt, das ist sozusagen die Voraussetzung, dass sich der Mensch einfach einmal gut aufgenommen fühlt. Und wenn ich ihn dann begrüßt habe, dann ist der nächste Schritt für mich einfach auch Zeit schenken und ihm das Gefühl zu geben, dass er wirklich da in einem sicheren Rahmen ist, dass er Vertrauen aufbauen kann und sich einfach auch rundum wohlfühlt und gehört fühlt. Und dass man ihm dann einfach als nächsten Schritt, als dritten Schritt dann quasi auch aktiv zuhört und auch das vermittelt, ja, ich verstehe dich jetzt, das empathisch entgegenüber sitzen. Bei mir sind oft Menschen da, die sagen, das ist mir noch nie passiert, dass mir wer so zugehört hat oder dass ich einfach das erste Mal, ich fühle mich das erste Mal so richtig verstanden. Genau. Und das ist einfach ein wesentlicher Teil in einer menschlichen Medizin. Und ich glaube, unsere Herausforderung in der heutigen Zeit ist einfach wieder die Medizin menschlicher zu machen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Genau. Ja. Und ich merke halt auch sehr oft dann schon im Verlauf des Gespräches, dass die Menschen dann einfach auch ruhiger werden und sie dann alles einmal von der Seele reden können. Und das ist dann schon sozusagen der erste Schritt oder wieder ein erster Schritt, um die Gesundheit zu fördern und den Körper dann in einen ökonomischen Zustand zu bringen. Also der Körper ist ja ein sehr komplex aufgebaut und funktioniert wie ein Uhrwerk eigentlich. Also da ist so, dass quasi ein Zahnrad in das andere greift. Und wenn dann irgendwo das Zahnrad, nicht das andere Zahnrad nicht erreicht, dann steht das Ganze still. Das sieht man halt dann nicht gleich in Form einer Krankheit, sondern das geht schön langsam. Schritt für Schritt und äußert sich dann irgendwann in chronischen Krankheiten. Unsere Medizin ist halt sehr stark körperorientiert und mittlerweile gibt es aber viele Bücher schon drüber und Forscher, wo man dann wirklich auch festgestellt hat und wo das nachweislich eine Folge ist, eine Erkrankung, eine Folge von Gedanken und Gefühlen, die letztendlich dann eine Krankheit auslösen. Und es ist auch erwiesen, dass unser Gehirn sich verändert, je nachdem, welche zwischenmenschlichen Beziehungen wir erleben. Lebensstil und Beziehungen hinterlassen einen Fingerabdruck auf unseren biologischen Körper. Und wichtig wäre heute halt ein ideales Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele. Ja, das ist einmal die Voraussetzung. Aber, Angelika, ja? oft ist ja Medizin ist ja oft ein Kampf, wer in der Wirtschaft da. Würdest du Ja? die Medizin jetzt als Kampf sehen oder eher als Symbiose mit gewissen Dingen? Gegen die Krankheit zu kämpfen, ist ja so der Na, ich Grundtenor würde in der das überhaupt Medizin. nicht als Kampf sehen, sondern ich würde das als Symbiose sehen, gell? Weil sobald man einen Kampf hat, entsteht im Körper schon Stress und Emotion. Und Stress und Emotion macht den Körper längerfristig Probleme. Es werden da Botenstoffe ausgeschüttet, die das Gehirn in Stress versetzen, die den Darm in Stress versetzen. Und das ist natürlich ungünstig. Aber da fällt mir jetzt dazu ein, weil du das gesagt hast, Symbiose. Also am besten ist natürlich, wenn der Körper in einem Idealzustand ist. Und da gibt es eine Methode dazu, das nennt man Biofeedback, wo man einfach dann den Körper mit gewissen Methoden so in einen Ruhezustand wieder versetzt. Das funktioniert mittlerweile über Computersysteme, wo man den Herzschlag misst,
die Atemfrequenz misst, die Gehirnfunktion, die hier Gehirntätigkeit misst. Und da kann man dann sehr schnell erkennen, wenn man gewisse Techniken, Entspannungstechniken, entweder mit Musik oder eben Atemtechnik, dass man den Körper oder mit Düften den Körper wieder in einen besonderen Ruhezustand versetzt. Und wenn man das trainiert, dann kann man den Menschen lernen, den Körper in einen Idealzustand oder beziehungsweise in einen Entspannungszustand zu versetzen. Und der Mensch ist dann wieder selbstfähig zu regulieren und selbst wieder auszugleichen. Genau, das ist sozusagen das Gegenteil von dem, was uns plagt. Das ist eben diese Reizüberflutung und die Einflüsse, die Umwelteinflüsse, sei es in Form von Geräuschen, Stress, Ernährungsproblemen, Bewegungsmangel und so weiter. Genau. Angelika, vielen Dank einmal vorerst. Die Psyche ist natürlich noch ganz wesentlich. Vielleicht können wir eine zweite Runde schaffen. Und was ganz stark da ist, auch von Mitgliedern, im Tourismus zum Beispiel machen wir das, dass wir eine Projektgruppe schaffen, dass wir sagen, was können wir denn eigenverantwortlich tun? Ich meine, natürlich ist es wichtig, wenn ich jetzt ein Defizit habe, dass ich zu dir als Ärztin gehe, aber diesen präventiven Ansatz zu sagen, was kann ich denn richtig aktiv tun, eben wie du gesagt hast, atmen und solche Dinge, um vielleicht gar nicht in das Defizit zu kommen, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir so gefordert sind. Und da wäre die Frage, vielleicht ergibt es ja da zum Thema Gesundheit eine Projektgruppe, wo wir dann einen Wissenstransfer machen und sagen, wie können wir uns da gegenseitig in diesen Nähern stärken? Du hast ja so schön gesagt, das Verstanden fühlen tut ja schon mal so gut, wenn ich zu einer Arzt komme oder zu einer Ärztin, wo ich sage, ich fühle mich als Mensch willkommen, nicht jetzt als Patient, als Rolle, wo keine Zeit ist und wo ich maschinell behandelt werde, sondern wo meine Seele einmal einen Raum kriegt und wo ich mal richtig auch mich mitteilen kann. Und das berührt mich sehr und jetzt denke ich mal, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, was generell in vielen Bereichen auch in der Wirtschaft immer mehr wichtiger wird, dass man eben gehört, gesehen wird, diese Grundbedürfnisse, wie es der Gerald Hütter sagt. Okay, ein ganz anderes Thema, wenn ich weiterleiten darf, ist, wo man vielleicht im ersten Ansatz gar nicht so denkt dran, dass das ja auch Auswirkungen hat, das ist Kosmetik, ich sage mal jetzt ganz, ganz speziell dieses Haare färben etc. Und da habe ich ein Unternehmen entdecken dürfen, Coolum Natura, das mich vom Unternehmen her berührt hat, von den Menschen, die agieren. Und die Geschäftsführerin, die Michaela, ist heute da. Michaela, wie würdest du in kurzen Sätzen sagen? Was passiert da oder wieso ist denn der Bereich für unsere Gesundheit in dem Sinn auch so wichtig? Ja, im herkömmlichen Kosmetikprodukten, also Pflege, Reinigung, sind halt einfach problematische Inhaltsstoffe drinnen, die jetzt nicht lebensbedrohlich unmittelbar sind, aber wenn sie länger angewendet werden, können sie einfach nach und nach zu Problemen führen. Denn diese Inhaltsstoffe bleiben jetzt nicht nur auf der Haut, sondern die dringen dann in den Blutkreislauf ein und verursachen auch innerlich dann Probleme. Ja? Also da spreche ich konkret Silikone, Parabene, Mikroplastik an. Beim Mikroplastik, das ist auch schon sehr bekannt, dass das auch dann, wenn es jetzt nicht in unseren Körper gelangt, dann auch in der Umwelt uns zur Belastung wird, indem das Kläranlagen diese Stoffe nicht beseitigen können und das irgendwann einmal wieder auf unseren Teller landet in Form von Pflanzen, von Wasser oder Tieren. Und dann nehmen wir das erst wieder in uns auf. Und weil du vorher angesprochen hast, Pflanzenhaarfarben, konventionelle Oxidationsfarben sind ja so, dass die Schuppenschicht erst einmal öffnen und dort werden Farbpigmente eingelagert, im Gegensatz zu Pflanzenhaarfarben. Da legt sich die Farbe außen herum und Pflanzenhaarfarbe besteht ja aus Rinden, Wurzeln, Blüten. Die
pflegt auch noch das Haar. Also ich zerstöre jetzt nicht meine Haarstruktur, ich mache sie nicht kaputt, sondern es ist auch noch dazu ein Aufbau, eine Pflege. Ich habe mehr Fülle. Ja, es geht nämlich fast alles an der Farbpalette auch mit Pflanzenhaarfarben. Das würde man im ersten Moment nicht glauben, weil oft werde ich so angesprochen, ja, da gehen ja nur Rottöne, Henna ist ja nur rot. In Wahrheit sind alle Farben möglich. Es kommt halt darauf an, was der Kunde da mitbringt beim Haare färben. Es ist von Blondton bis ganz dunkle Töne sind möglich, aber die große Farbtypveränderung ist nicht möglich. Also von blond ganz dunkel und umgekehrt, das geht nicht, aber man kann nach und nach gut einen Ton erreichen, mit dem man sich zufrieden erklärt, sage ich jetzt mal. Und noch dazu, egal ob es jetzt Kosmetik oder Pflanzenhaarfarben sind, ich tue der Umwelt damit was Gutes. Ja? Wenn ich überlege, was da tonnenweise in die Abwässer gelangt, ja, habe ich einfach ein gutes Gewissen, wenn ich Naturkosmetik verwende, zum Beispiel, wo diese Inhaltsstoffe da nicht drinnen sind, diese bedenklichen. Und auch bei der Pflanzenhaarfarbe, das sind einfach Pflanzenteile. Und die kommen ja aus der Natur und die kommen dann auch wieder in die Natur zurück. Michaela, ich glaube, wesentlich wäre ja überhaupt wieder mehr der Natur zu vertrauen und gerade bei solchen Sachen, glaube ich, wo man die Ursache oder die Wirkung nicht gleich merkt, sprich den gesundheitlichen Nachteil, das ist dann, glaube ich, noch eine größere Herausforderung, als wenn ich unmittelbar etwas mache, wo ich sage, ah, das tut mir jetzt nicht gut, wenn ich was Schlechtes gegessen habe oder so. Sieht man, oder was mir da einfällt, ist, Baldur Breimel hat das oft erwähnt, also Skitrainer, der sehr aktiv war und über neue Wege gegangen ist, diese kinesiologischen Test. Könnte man sowas auch machen, dass man den Körper fragt, tut man das gut oder nicht? Yes, gute Frage. Mir fällt da jetzt nichts so Gutes ein. Aber ich denke, einfach reinfühlen, einfach mal ausprobieren, offen zu sein, sich einmal darauf einzulassen und dann fühlt man es eh gleich, ob es einem gut tut. Ja. Ich war selber früher blondiert und ja, haben wir gedacht, ohne blond möchte ich nicht, also kann ich nicht sein, möchte ich nicht sein. Aber wenn ich jetzt merke, wie gut sich die Haare anfühlen, das ist einfach toll und ja, es tut mir gut und ich kann mir gar nichts mehr anders vorstellen, ja. Dann, Michaela, danke mir vorerst, dass wir eben auch in der Gruppe diverse Fragen stellen, weil das Thema Gesundheit ja vielschichtig ist. Was sie ja durchzieht, ist, dass, glaube ich, wieder um das Vertrauen geht, auch in die Natur. Und das ist, glaube ich, bei der Frau Dr. Reischl so, bei euch so. Und der nächste Punkt, der ist insofern spannend, dass man aus einem oft sehr degenerativen Zustand Veränderungen schaffen kann in höherem Alter, das sehr, sehr erstaunlich ist, weil viele sagen ja, oder der Glaubenssatz ist oft ja, irgendwann wirst du zum Pflegefall und irgendwann geht's halt dann in Folge nimmer, dass man das auch umkehren kann in gewisser Weise. Das wird uns jetzt die Carmen Eichinger erzählen. Für mich höchst, höchst erstaunlich und höchst menschlich, eure Bewegungsstudios, Carmen. Was passiert denn da? Oder, ja, auch die Energie. Ich habe da lächelnde Leute gesehen, den neuen Lebenssinn halt gekriegt haben. Also, die Sachen, das ist das, was mich berührt. Carmen, bitte. Schönen guten Abend. Danke, lieber Georg, dass ich da die Möglichkeit habe, unser viel gut System oder ja, Bewegungskonzept vorzustellen. Also ich habe mir am Anfang eigentlich gar nicht vorstellen können, was das alles für Auswirkungen hat auf die Menschen, die bei uns zum Training kommen. Das Konzept ist so, dass es 12 Geräte gibt und es ist auf Senioren ausgelegt und diese Geräte bewegen die Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt schlapp bin und müde bin und faul bin, dann lege ich mich oder setze ich mich auf das Gerät drauf, halte mich fest und dann werde ich bewegt. Und wenn ich mag, wenn ich kräftigen will, wenn ich halt fit bin, dann kann ich mit da gegenlenken sozusagen oder richtig mit aktiv machen. Und so ist es sehr individuell, wie halt der Mensch selbst in der Lage ist, sich zu bewegen oder bewegen zu lassen. So kann der Mensch dort bewegt und mobilisiert werden. Es ist sehr viel Dehnung dabei und eben Mobilisation, aber auch Kräftigung. Und das Spannende ist, dass man innerhalb von kürzester Zeit bei den Menschen
Veränderung merkt am Körper. Also es gibt Leute, die nach 3 Monaten, also eine MS-erkrankte Dame zum Beispiel, die ist mit 2 Stöcken gelaufen, immer, also die hat ohne Stöcke gar nicht gehen können. Und nach 3 Wochen bei uns trainieren, hat schon die ersten 100 Meter ohne Stöcke geschafft und nach 3 Monaten hat sie den Leopoldskroner-Weiher umrundet ohne Stöcke. Und das sind so, also beweglich ist es unglaublich, was da passiert. Es gibt eine Dame, die hat schon beginnende Demenz gehabt, wo ich dann in der Apotheke einmal einkaufen war und dann haben die Mitarbeiter von der Apotheke zu mir gesagt, na, seit die besagte Dame bei euch trainiert, merkt man, dass sie geistig viel besser drauf ist. Die ist wieder hell. Da merkt man, da hat sie was da. Und sie nimmt auch wieder viel mehr an Gesprächen teil wie vorher. Und also das ist die eine Komponente, dass sie beim Menschen selber sehr viel tut, im Körper, vom körperlichen Fitsein her. Und das andere ist diese soziale Komponente. Also gerade vorgestern war wieder so ein Fall. Da ist also auch ein Mann, der ist 64, der hat AMS und der trainiert bei uns seit jetzt mittlerweile, glaube 9 Monaten oder so. Und dann war er da zum Training. Das Training dauert 40 Minuten und dann geht man wieder. Oder man bleibt da und trinkt einen Kaffee mit jemandem, den man trifft. Und dann ist er mit seinem Training fertig, hat Tränen in den Augen und sagt, Carmen, die Dame, was heute das erste Mal da ist, habe ich vor 50 Jahren das letzte Mal gesehen. Das ist unglaublich. Wir waren miteinander in der Schule, da waren wir 14. Und seitdem haben wir uns nie wieder gesehen. Und jetzt sehe ich die da. Das ist so genial, dass ich da Menschen triff, die ich fast vergessen habe, dass es gibt. Und solche Begegnungen kann ich tausend erzählen, weil es einfach so schön ist, dass Menschen sich wieder treffen. Und es gibt da sehr viele, die einsam sind, also alleinstehende, Kinderlose oder Verwitwete oder ja einfach Menschen, die niemanden haben und die kommen zu uns und die treffen garantiert jemanden und dann kann man sie unterhalten, man kann sie austauschen, man kann einmal, wie sagt man denn da, Leute ausrichten. Also einfach so das alltägliche Gequatsche irgendwie so erleben und das ist so erfüllend, das zu beobachten und natürlich gibt es auch sehr viel Raum zu erzählen, wie geht's mal, was ist gerade passiert bei dir im Leben und das ist einfach wunderschön. Also ich muss sagen, ich habe selber noch nie so eine schöne Arbeit gehabt, weil es macht einfach unglaublichen Spaß, diese Leute zu sehen, wie sie beginnen zu leuchten. Und das war irgendwie so mein Grund. Georg, ich habe die kennengelernt bei der Tafelübergabe vom Ökohof Feldinger in Wals. Da war ich und mein Mann waren da dabei. Und ich habe das irgendwie gehört, was du da alles erzählst. Dann habe ich mir gedacht, das ist für mich normal. Bei uns ist das so im Studio. Und dann habe ich dich eingeladen, dann hast du das angeschaut und du hast dann gesagt, das würde voll gut passen, dass ich da auch mit meinem Studio mit dabei bin bei der Ökonomie der Menschlichkeit. Und jetzt bin ich dabei. Schön, weil es eben auch ein tiefes Wofür gibt. Also ich finde es so schön, wenn man das Umfeld nähert. Das ist ein riesiger Begegnungspunkt. Die Leute haben teilweise ganz neue Lebensinhalte. Mhm. Und da sieht man, was wir tun können gesellschaftlich. Und darum sage ich ja immer wieder, es geht überhaupt nicht mehr um den unternehmerischen Erfolg, sondern es geht darum, wie erfolgreich sind wir als Gesellschaft. Und wie es der Sebastian Mayhofer so schön sagt, sie fokussieren auf Menschlichkeit in ihrem Hotel, schauen, dass das fließt, dass allen Beteiligten gut geht und die Folge ist der wirtschaftliche Erfolg. Das ist also völlig ein anderer Zugang also zum alten Wirtschaftssystem, wo man sich durchkämpft, wo man unehrlich ist und wo man einfach schaut, dass man einen Vorteil hat, weil man glaubt, es ist zu wenig. Wir haben nicht zu wenig. Wir müssen nur schauen, dass das einfach gut verteilt ist und dass möglichst der Wertschöpfungskreislauf bei uns zirkuliert. Und dann wird es uns gut gehen. Und das Wichtige ist, dass man gemeinsam die Gesellschaft erreicht. Und wenn die Leute fragen, ja, wo ist der Nutzeffekt? Ganz, ganz wesentlich ist bei dem Ganzen, dass man immer die Botschaft wiederholt, es geht nicht nur um die Ökonomie, es geht um Menschlichkeit, es geht auch um ein Image in Unternehmen, dass Arbeit Freude machen kann. Und dass das wieder was Positives, Tolles ist. Also das dann im Radio nicht mehr läuft, jetzt ist Mittwoch, jetzt musst du noch mal 2 Tage arbeiten. Also da ist ganz, ganz viel Wandelpotenzial in dem Sinn da. Und das hat eben mit der Ermutigung, mit der Menschlichkeit zu tun, wie die Angelika gesagt hat, dieses
Du spürst, du bist willkommen als Mensch. Weißt du, da ist jetzt wer da. Weil die Medizin, die klassische Medizin, ja alles hat außer Zeit. und gleich mal eine Diagnose da ist, aber dieses Umfeld, was könnte die Ursache sein? Wie geht's dir? Wie psychisch? Wie schaut deine Familie etc. aus? Das zu ergründen, glaube ich, ist in der Medizin ganz, ganz entscheidend. Und was in unserem Zusammenhang, glaube ich, ganz ein wesentlicher Punkt ist, ist, wie können wir Resilienz schaffen? Und das wäre vielleicht jetzt eine zweite Runde. Wie können wir uns stärken, einen inneren Dialog schaffen, der nährend ist? Die Sache selbst, das Umfeld, das können wir oft nicht ändern. Und das wird noch sicher ganz, ganz intensiv werden. Aber wie man damit umgeht, Viktor Frankl, den Namen hört man oft, der hat ja eine ganz, ganz extreme Lebenssituation gehabt, null Perspektive. Und dennoch war seine Psyche so stark, dass er gesagt hat, wir können es alles nehmen, aber meinen inneren Dialog nicht. Und der hat KZ und diese Dinge überlebt, hat noch Menschen geholfen, motiviert. Also das ist erstaunlich, für was wir fähig sind, wenn wir eben die Perspektive ändern. Und das wäre ein großes Anliegen der Ökonomie der Menschlichkeit, dass man nicht diesen Massenkonsum an Informationen, an Nachrichten, die immer trennend sind, die ovizieren Unfälle. Es gibt so viel Tolles, wenn wir auf das fokussieren. Wir haben zum Beispiel vor, da wir am Samstag ein Zoom-Thema Schule, dass man da auch Impulse setzt. Da hat man eine Dame gefragt, ja, Schule der Menschlichkeit und der Freude, könnte es sowas geben, ob das interessant ist? Sie hat schon lange Newsletter. Sage ich, ja, wunderbar, desto mehr Ebenen wir in der Menschlichkeit haben, desto dienlicher ist es und desto freudiger wird's. Und wenn wir den Freudestatus in Österreich einmal machen und das dann heben, dass wir Unternehmer der Ökonomie der Menschlichkeit sagen, mir ist aber wichtig, dass du ein Paket Freude in dem Sinn noch mitkriegst, das du geschenkt kriegst, dann ist es toll. Machen wir es einmal so, vielleicht Fragen. Wichtig wäre einfach, dass wir sagen, wie kann das Umfeld nährender werden? Wie können wir auch mit Vorträgen, also ich habe vor, nächstes Jahr in Hotels auch Vorträge zu machen, dass man richtig sichtbar wird und diese Gruppen, über die wir dann auch noch reden können, die Projektgruppen, da haben wir eine ganze Menge, was wir da vorhaben, das könnte man auch noch erläutern, aber machen wir einfach mal so eine Runde, wer ein bisschen was sagen will dazu, oder auch Thema Lebensmittel, ja, das sind auch so Dinge, die oft nicht ehrlich kommuniziert sind, ganz einfach, gell? Was wir da oft serviert kriegen, aber das ist, glaube ich, unsere Verantwortung, da zu schauen, dass wir da auch in der Eigenverantwortung sind. Wir hatten eine Frage oder einen Impuls, eine Idee, oder an die drei, die jetzt einen Impuls geben, haben wir eine gewisse Verständnisfrage etc. Also, darf ich? Gerne, Carmen. Also, ich finde, wir selber, so, ich erzähle das total gern, was ich erlebe mit meinen Senioren. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich einfach auch mehr das mit einbaue, dass wir da mitmachen bei der Ökonomie der Menschlichkeit, dass uns das ein Herzensanliegen ist. Ich glaube, wenn wir das selber mehr erzählen, dann erfahren das viel mehr Menschen, dass das ein Thema ist und dass ja, also das selbst erzählen. Oft macht man irgendwas in einem Betrieb oder so und erzählt es keinem. Und das, glaube ich, wir sind nur so, noch nicht so kommunikativ, wie wir es sein könnten. Definitiv. Und auch das weiter, weil Unternehmer sagen zum Teil, ja, ich lebe das eh. Das sind ja die Leuchttürme und diese Leuchttürme, die Einzelnen, können zu einer gemeinsamen Streukraft werden. Und wir haben schon erste Unternehmer, die schon auf Empfehlung kommen, die hätten nie erfahren sonst davon und sagen, hey, lebe Ökonomie der Menschlichkeit, ich will die nähren, ich will die stärken. Und das ist eben die Gesamtverantwortung, dass wir in eine gute Zukunft gehen. Es ist im Moment einfach so, dass es noch eher in die andere Richtung geht. Und wir dürfen jetzt einmal schauen, dass wir ermutigende Beispiele haben, um wirklich diesen Wandel, diese Umkehr zu schaffen, dass Kinder ermutigt werden, dass Perspektiven gibt. Das Lehre, das Handwerk, dass ein Koch zum Beispiel, dass das was extrem wertvoll ist. Also ein Küchenchef Sebastian, der hat mich auch beeindruckt, gell, mit welcher Klarheit der agiert. Das ist ein Kulturgut, ein unwiederbringliches, um das geht. Und darum ist so sehr wichtig, dass man nicht nur schaut, dass mein Unternehmen läuft, sondern dass man sagt, ja, wie können wir uns gesamt bewegen? Die ganzen Ladengeschäfte würde es nicht mehr brauchen, weil online kann ich ziemlich alles kaufen. Aber es ist ein genialer, wichtiger, entscheidender Begegnungspunkt.
Und das darf gewürdigt werden. Das dürfen die Leute auch akzeptieren und sehen, dass diese Struktur entscheidend wichtig ist, dass wir richtig einen schönen Lebens- und einen Erlebensraum in dem Sinn haben. Machen wir eine zweite Runde. Thema Psyche. Liebe Angelika, magst du da zu dem Bereich noch was sagen? Weil das sind ja oft auch die unausgesprochenen Sachen. Wir sagen ja von der Person zum Menschen. Eine Person ist eine Maske, ist eine Rolle, ich muss funktionieren. Und jetzt, glaube ich, ist auch die Zeit, wo man sich öffnet, wo man sich als ein Mensch zeigt. Wie siehst du das in Verbindung mit der Psyche? Ja, also ich sehe halt auch bei Menschen, die sehr belastet sind, psychisch sehr belastet sind, dass die auch besonders zu speziellen Erkrankungen neigen. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, man hat jetzt Neurodermitis als Grunderkrankung und dann hat man noch irgendeine schlechte Erfahrung oder gerade einen Konflikt laufen, dann sieht man richtig, wie die Krankheit explodiert. Und ich habe da zum Beispiel eine Patientin, die hat wirklich einen Schub gekriegt in so einer Extremsituation, wo sie sich von Kopf bis Fuß wund gekratzt hat und wo man wirklich, ja, das hat beim Anschauen schon wieder. Und wenn man dann aber auf den seelischen Konflikt eingeht und sie längerfristig begleitet und betreut und dass das dann wieder ein bisschen ins Lot kommt, dann sieht man auch wieder, wie sie das zurückbildet. Also das äußert sich schon auch das Psychische extrem in Form von Krankheiten oder auch Schmerzpatienten. Ich habe auch sehr viele chronische Schmerzpatienten und da ist der Einfluss der Psyche immer ganz, ganz massiv. Und es hat der seelische Aspekt, die seelische Komponente des Schmerzes, die ist so enorm, das darf man alle unterschätzen. Also es ist immer noch ein Thema, wo die Schulmedizin auch vielleicht noch ein bisschen zu wenig Augenmerk auf das legt, wie groß eigentlich der Einfluss der Psyche ist auf unsere Gesundheit bzw. Entstehung von Krankheit und Auslösung von extremen Schüben. Genau. Also würdest du ja. Angelika, eine Krankheit, ein Symptom, also was körperlich da ist, würdest du da immer eine Verbindung mit der Psyche sehen oder würde es einmal ein autonomes Symptom geben, wo du sagst, das ist halt jetzt so? Naja, also gerade bei chronischen Erkrankungen gibt es immer eine Verbindung mit der Psyche. Also da gibt es natürlich Geschichten, die Traumata, die frühkindlich passiert sind oder ja auch irgendwann im Laufe des Lebens. Also da kommt man immer auf irgendwas drauf. Natürlich kann man, das ist bei chronischen Geschichten, bei akuten kann man natürlich nicht immer eine Ursache finden. Das ist dann anders einzureihen. Aber gerade bei chronischen Erkrankungen gibt es meiner Ansicht nach immer eine seelische Komponente dabei. Und was noch interessant ist, finde ich, weil das auch ganz ein Riesenthema ist, so Konflikte zwischenmenschlich, Familie etc. Wie würdest du das sehen? Das ist ja auch das genau so ein belastendes Umfeld, das sich ja dann in Folge auch auswirkt, oder? Genauso ist es. Also das Psychische und das Seelische natürlich. Das ist genau so einzureihen auch, dass gerade dann da einfach oft ein Aufmerksamkeitsdefizit ist, auch ein sogenannter Krankheitsgewinn zum Beispiel. Wenn man jetzt vielleicht nicht beachtet ist oder im Leben zu wenig Zuwendung erfahren hat und dann hat man auf einmal eine Krankheit oder man redet ständig über das, dann kriegt man auf einmal voll viel Zuwendung vom Umfeld. Und das ist natürlich ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass man halt gesehen wird, genau. Und die Krankheit ja dann gar nicht loslassen will, weil den Vorteil hätte er dann immer, wenn er dann in Folge gesund ist, was mir auffällt ist, und das ist auch ganz ein großes Wunsch und auch Ziel in der Ökonomie der Menschlichkeit, dass man aus der Wertung geht, dass man viel mehr Beobachter wird, dass man Dinge stehen lässt. Wie konnte das gelingen, dass man da, also ich sehe ja die Ökonomie der Menschlichkeit so als Schule des Lebens, dass man sagen, Dinge, wir sind geprägt, Schule war und alles, und jetzt sind wir aber
eigenverantwortlich und wie können wir da jetzt einfach liebevoller, wertschätzender miteinander umgehen. Und da wäre immer wichtig, wie kommen wir da mehr aus der Wertung raus und einfach die Dinge stehen zu lassen. Hast du da einen Tipp? Ja, das ist eine ganz eine schwierige Frage, weil das sicher ein Ansatz ist, der sehr schwer zu erreichen ist, weil man halt schnell wertet, ohne nachzudenken. Gell? Aber ich denke mal, Achtsamkeit im Umgang mit, also dass man einfach die Liebe in den Vordergrund stellt, dass man einfach versucht, immer liebevoll zu bleiben. Ja, das klingt so einfach und das gelingt nur, wenn man selber in der Balance ist. Und das, glaube ich, ist ein lebenslanges Training. Aber so einen richtigen Tipp habe ich jetzt auch nicht parat. Auf alle Fälle mit Erden und bevor man wertet, einmal tief durchatmen und ja, einmal ein paar Sekunden einmal sich was Positives, einen positiven Satz zurechtlegen. Zum Beispiel, ich habe da einen Satz, der fällt mir immer ein. Ärgern ist etwas für Anfänger, Profis atmen tief durch. Das kann man jetzt mit einem anderen Adjektiv, das muss ja nicht der Ärgern sein, das kann ja auch zum Beispiel sein, Ruhe bewahren oder ja, keine Ahnung, also da kann man auf sich selber was zurechtlegen, denke ich mir. Das, da könnte man auch dann überlegen, ob man so eine App zum Beispiel haben, wo man so ermutigende Botschaften schickt, unter den Mitgliedern, wo man sie in dem Sinn nähert. Und letztlich geht es halt ums Recht haben, glaube ich auch. Was halt auch tief drinnen ist, ich muss entsprechen, ich muss funktionieren, ich darf keine Fehler machen, Fehlerkultur. Also da gibt es eine ganze Menge Sprache, wo ich das ganz, ganz fein finde. Natürlich auch mit Herausforderungen, aber viel, viel weniger, Michaela, ist bei euch, ich glaube, ich habe 40, 45 Mitarbeiter und egal mit wem ich bei euch zu tun habe, also ihr habt da schon sehr, sehr viel Wert gelegt und auch die Astrid in der Vergangenheit, dass ihr ganz tolle Beziehungskultur auch untereinander haben. Was sind denn bei euch so die Schlüssel? Wieso ist das so fein harmonisch, so strahlend und was gemeinsam frühstückt in als Unternehmerzeit, also wo euch die Begegnung und die als Geschäftsführerin auch ganz, ganz wichtig ist? Ja, ich denke, als Geschäftsführerin haben wir eine Vorbildfunktion. Also da fängt schon an, wie gehe ich mit den Kolleginnen um? Ja, wie ist meine Sprache? Und ja, ganz zuvor fängt schon bei sich selber an. Ja, also ich muss liebevoll mit mir umgehen und dann kann ich das also weitergeben. Ja, die Astrid hat viel Vorarbeit da geleistet und auch der Willi. Ja, und die haben uns alle angesteckt mit dieser Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden. Und man darf da auch ansprechen, wenn es dann mal nicht so läuft. Ja, heute erst hat ein Kollege seinen Unmut kundgetan. Er hat jetzt niemanden beleidigt oder so, aber aus ihm hat was raus müssen. Ja, und ich habe gesagt, erzähl mir mal, was ist denn los? Ja, und dann hat er mal geschimpft und was ihm alles stört. Ja, bei ihm daheim geht alles drunter und drüber. Und dann hat er sich entschuldigt, Entschuldigung, sage ich, nein, das hat jetzt genau jetzt außer müssen und das ist auch okay so. Geht's jetzt wieder? Kannst jetzt wieder gut in die Arbeit einsteigen? Ja, das hat jetzt gut, dann passt, ja, jetzt geht's mir gleich wieder besser. Ja, ich höre mir sehr viel Geschichten, Privatgeschichten an und das ist auch wichtig, dass das rauskommt, was rauskommen muss und, ja, das ist auch für mich so ein Schlüssel. Also so eine Kommunikation, wo alles gesagt werden darf, die Emotionen raus dürfen und dann kann man wieder gut weiterarbeiten. Ja, und da ist halt einfach diese Ehrlichkeit so wichtig. Ja, wenn die nicht vorhanden ist, dann wird es schwierig. Ja, und dieses Klima darf man, das ist nicht von heute auf morgen. Das ist jahrelanges Training, sage ich jetzt einmal, ja, und mittlerweile ist gut integriert und wir haben ein vertrauensvolles vertrauensvollen Umgangston und somit geht es, ja, aber das war sicher nicht von Beginn an, ja, das ist harte Arbeit, denke ich, ja, und aber das, ja, dass halt die Emotionen sein dürfen, finde ich am allerwichtigsten, ja.
Ja, das berührt mich, weil das ist jetzt genau, glaube ich, der Punkt, dass man sich eröffnet, weil oft einmal ist ein Ventil da, man hat einen Ärger, aber der liegt ganz woanders, oft auch nicht in der Firma, privat. Und wenn man da so eine Vertrauensbeziehung aufbaut, denke ich, wo man dann auch ganz ehrlich und auch nicht Angst hat vor Verletzungen in Folge. Und ja, das ist, glaube ich, dann ein gemeinsamer Prozess, wo man reflektieren kann, wo man wachsen kann gemeinsam und wo man in eine gute Richtung geht. Aber was ich bei euch merke, bei Cullum Natura, auch der Raum und diese ganze Gestaltung, das sind alles Dinge, die sind nicht erklärbar. Das darfst du fühlen. Und ich war ja mit meiner Partnerin dort, und wir wollten auch nicht mehr fahren, weil wir uns so wohl gefühlt haben und das Wasser, was da fließt, und das ist super. Und das haben wir auch vor in der Hotellerie, dass es da richtig zu Berührungen kommt, dass man sich eben richtig als Mensch auch viel mehr eröffnet. Also da kann noch ganz, ganz viel gelingen, weil dieses rein Außenorientieren, ich muss immer tun, und was ja, und wenn man da die Ärztin, die Angelika fragen, dieses Stillsein, dieses Selbstreflektieren, eine Verbindung zu mir schaffen, das ist eine riesige Herausforderung, aber das, glaube ich, ist jetzt ganz, ganz die große Chance, in dem Sinn, dass wir uns entwickeln. Ja, schön. Ja, das ist auch dann Wissenstransfer. Wir haben im Jänner dann auch einen Freudeabend, wo es genau darum geht, wie fördert man die Freude? Freude ist das gemeinsame Anliegen in der Ökonomie der Menschlichkeit. Wie gibt man das weiter? Wie bringt man das in Besprechungen ein? Wie erinnert man sich gegenseitig an Freude? Weil das Schöne ist, wenn ich in der Freude bin oder auf Freude fokussiere, hat der Konflikt keinen Raum. Das geht nicht. Also ein Konflikt ist im Ego und eine Freude ist ein gutes Gefühl. Also das löst ganz viel. Und da ist noch ganz, ganz viel Potenzial in dem Sinn drinnen. Ja, danke, Michaela, Carmen. Es ist interessant, was ich wahrgenommen habe bei euch, ist, dass es Menschen gibt, Mitglieder. Ich war, glaube ich, zweimal dort, wo auch das Gefühl kommt, da ist ein ehrliches Interesse an den Menschen da, auch unter Mitgliedern. Nicht so ein Smalltalk oder ein Austausch, der auch in Ordnung ist, aber so ein ehrliches Interesse. Es hat einmal einer was angeboten, nimmt er fort oder so, wo ich einfach das Gefühl gehabt habe, ja, dem ist das einfach ein Bedürfnis. In dem Sinn. Das sind, glaube ich, so gelingende Beziehungen. Und die Vision, glaube ich, ist ja auch von viel gut, dass in jeder größeren Stadt oder in größeren Bereich so, es ist ja kein Fitnessstudio, das schaut aus wie ein Fitnessstudio, aber es ist genial, weil du sitzt mit Gewand hin, du bist völlig anonym, also das sieht keiner, ob ich da jetzt mitarbeite oder nicht, und da kann auch keiner überbleiben, also dass einer schwach ist oder so, also das ist irgendwo vom Norden, glaube ich, kommt das, also ist das realistisch, weil das hätte ja volkswirtschaftlich unglaublich positive Auswirkungen, das muss ja im öffentlichen Interesse sein, sowas zu fördern. Ja, also es kommt aus Norwegen, 2016 hat es angefangen da oben, und mittlerweile gibt es 60 Studios in Norwegen. Und bei uns gibt es jetzt in Österreich 16, und es werden halt auch immer mehr. Es wächst halt, die Corona-Pandemie hat das alles ein bisschen eingebremst, und die Investitionsfreudigkeit ist jetzt momentan, glaube ich, eher ängstlich bei vielen Leuten. Die sagen, ich traue mich nicht drüber. Obwohl das Konzept wirklich so ist, dass erstens es funktioniert garantiert, weil Senioren gibt's überall. Mal bei mir in Wales war es so, ich bin eigentlich eine Pinzgauerin und ausgewandert nach Salzburg Stadt, und ich habe in Wales niemanden kennt, niemanden. Und ich weiß genau, wenn ich das bei mir in meinem Heimatort aufgemacht hätte, dann war ich nach 3 Wochen, hätte ich wahrscheinlich 200 Mitglieder gehabt, weil mich jeder kennt und jeder weiß, wer ich bin und was ich mache. Und wenn das, was ich jetzt mache, dann ist das super, und dann geht man da hin. Und in Wales war das am Anfang wirklich nicht einfach, weil da kommt jetzt eine fremde Person daher, und es haben ein paar viele zu mir gesagt, die Walser sind total eingenäht, das sind alles Bauernschädeln und so. Das sind die Pinzgauer auch, aber wenn sie was kennen, dann tun sie es. Und ich hab dann wirklich oft schmunzeln müssen, weil meine ersten Mitglieder waren Bauern, und die waren so begeistert, die haben das jedem erzählt, und schwuppdiwupp sind sie nach der Reihe dahergekommen. Und ich habe nach 2 Monaten habe ich 100 Mitglieder gehabt. Und das ist echt voll schnell gegangen.
Also die Menschen merken einfach, was einer gut tut. Und gerade Senioren haben wirklich Angst davor, ein Pflegefall zu werden. Und wir haben zum Beispiel auch eine Übung dabei, wo man die oberen Kopfbewegung macht, also wo man so nach oben sich bewegen muss. Und da hat mir jetzt kürzlich eine Dame erzählt, sie hat nicht mehr ihre Kaffeetasse ins Kastel oben einstellen können. Jetzt kann sie es wieder. Und das sind halt so Dinge, wo ich autonom bleiben kann, wo ich selbstständig bleiben kann. Und natürlich wäre das von öffentlichem Interesse, dass in jeder Ortschaft sowas gibt, weil mittlerweile haben wir 40% der Menschen sind über 60. Und es ist wichtig, dass sie beweglich bleiben und dass sie mobilisiert sind und dass sie einfach auch in Gesellschaft sind, weil sonst verkümmert der Mensch. Und ja, es gibt da die Bestrebungen, dass man mit Kommunen das irgendwie macht, dass so Studios eröffnet werden. Es ist ein langer Weg. Wissen wir eh, wir gehen nicht von heute auf morgen, aber ich bin echt zuversichtlich, dass das wächst und dass das dann noch viel Studios geben wird in die Richtung. Wir müssen viel mehr zu Chancendenkern werden. Ich habe jetzt mit einer Stadt wieder zu tun, die haben viel Leerstand. Es ist unglaublich, sobald es um die Gemeinderäte geht, die zerreden alles. Da stehe ich auch keine Lebenszeit zur Verfügung. Also viel mehr, wo ist die Chance, wo ist in dem Sinne der Ausdruck? Ja. Das ist definitiv der Punkt. Ja, wo ist die Chance der Ökonomie der Menschlichkeit? Ich blende nochmal ganz kurz die PowerPoint ein. Wir sind eine Interessensvertretung. Wir haben eine gemeinsame Wirkkraft, immer mit der Wiederholung, wie es die Großen machen, Ökonomie der Menschlichkeit und immer auf die Freude zu fokussieren, weil es gibt ganz viele kleine Zellen, die machen auch dienliche Dinge, aber die gemeinsame Wirkkraft, die gemeinsame Strahlkraft in die Gesellschaft, das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt und das kann gemeinsam in dem Sinn gelingen, weil es positiv assoziiert und deshalb einfach weiter kommunizieren. Was wichtig ist dabei, die Leute sind teilweise überfordert mit dem großen Raum Menschlichkeit. Was passiert da? Was muss ich da tun? Es ist alles offen. Wenn einer sagt, im Moment passt es so nicht, dass ich die Logotafel hin tue, den Freudestatus mache, das ist immer eine freiwillige Geschichte und wir nähern uns gegenseitig. Das tut extrem gut. Heute sind relativ wenig Leute, aber da sind viele dabei, die wollten am Anfang gar kein Zoom, Thomas Schiller oder die Feldinger, die Elisabeth und gerade die den großen Naturbezug haben und finden, aber das dann ganz nährend und gut und wichtig wäre, und darum habe ich das rot rausgekommen, der noch nicht dabei war, Mitglieder, die heute da sind, dieses Zueinander finden. Da haben wir eine Stunde, wo wir alles besprechen können. Welche Reformate gibt's? Wie schauen die Projektgruppen aus? Das wird im Jänner dann starten. Was wäre dir im Unternehmen wichtig? Wir können Blogbeiträge machen, unterschiedlichste Geschichten. Wir werden ein spezielles Buch machen, das sehr verbindend emotional ist, das richtig berühren wird. Da gibt es ganz, ganz viel. Und eben das Co-Kreieren. Und das wäre dann in der Abschlussrunde noch die Frage, ob das Thema Gesundheit jetzt ein Thema sein könnte. Da wird es dann immer einen Projektleiter geben, der Video machen, wo haben wir vor mit der Projektgruppe, wie soll sie sich in dem Sinn sorgen und wie könnten wir in dem Sinn wirken. Denn einen Punkt sehen wir schon als Lobbying, die Johanna, die Kollegin nicht so, aber ich absolut entscheidend, dass wir ein Lobbying machen und zwar in die Richtung, dass der Mensch in der Wirtschaft noch eine Chance hat. Denn die ganzen Kostenexplosionen, die Nebenkosten, es ist, wenn du heute einen Betriebswirtschafter nimmst, der sagt, ein in die Technik, alles, was wir rationalisieren können oder automatisieren können, entscheidend wichtig, weil der Mitarbeiter unglaublich viel Geld kostet. Aber es geht aber um die Begegnung, es geht um die Mitarbeiter, es geht um die Ladengeschäfte und viele andere Sachen. Und ich denke schon, der Matthias Strolz hat uns da einmal bestärkt, wenn wir signifikanter Größe haben, gerade über die Menschlichkeit, dass wir da schon erinnern, der Mensch muss aber noch einen Raum haben, es muss noch finanzierbar sein. Weil sonst ist kein Balance, kein Gleichgewicht, habe ich keine Chance. Also wir haben einen Unternehmer in Pinzgau, der hat 100 Mitarbeiter, der setzt auf die Menschlichkeit, der produziert in Österreich. Das muss völlig logisch sein, dass ich bei dem Unternehmen die Fahnen kaufe. Da gibt's keine Alternative nicht in Österreich, weil das von der Qualität, von der Nachhaltigkeit, von der Menschlichkeit,
Und diese Dinge, das muss jede Kommune und alle müssen da einkaufen. Und das muss uns einfach gelingen, dass man die Leute ermutigt, in Zusammenhängen zu handeln. Es ist höchst egoistisch, wenn nur einer sagt, ich kaufe ein Produkt und das habe ich jetzt billig gekauft und das war jetzt super. Das haben wir bis dato gemacht und das hat uns dahin geführt, wo wir jetzt sind. Und das darf in dem Sinn enden. Das ganz Positive, am 30. Jänner haben wir eben diesen Wissenstransfer Freudeabend und da wird die Cornelia Strecker von der Humanen Arbeit auch dabei sein, die das aufgesetzt hat, das konzipiert hat. Das ist so Bhutan, das Clubsprinzip aufbauend, wo wir richtig sagen, was macht die Freude, wie kann ich Freude messen, und da wird uns die Cornelia Strecker einiges dazu sagen. Bevor wir noch so eine Schlussrunde machen, am 21.12., da sind wir im Spital an der Trau, da verbindet uns viel mit diesem Schloss Porzier, weil da waren wir nämlich bei der Wanderung, wir haben eine große Wanderung gemacht, 888 Kilometer, und da haben wir die Schlussvorstellung gemacht dort in dem Schloss, und das war mit so 89 Leuten extrem berührend, und da haben wir auch wieder gespürt, was wirklich zwischenmenschlich möglich ist. Wir haben noch keine Ahnung, wir haben richtig keine Ahnung, was Menschsein sein kann. Also wenn wir uns ein bisschen öffnen, ein bisschen vom Ego rausgehen, ein bisschen die anderen wahrnehmen, egal in welchem Bereich, dann wird uns das so in die Kraft bringen und da werden wir dann, glaube ich, in ein paar Jahren ganz sicher sagen, ja, was haben wir denn für Spiel gespielt durch diese Trennung, die gibt's nicht. Es geht am Miteinander und das gemeinsame Kreieren wesentlich. Ja, diese Ausstellung Feinstoff Licht in Spital an der Trau, der Severin wollte dabei sein, heute ist ihm irgendwie nicht gelungen, ein toller Künstler. Das ist ein tief berührender Raum dort. Und wer Lust hat, da hinzukommen, die Veranstaltung steht auf dem Veranstaltungskalender. Wir machen auch von Salzburg aus eine Vorgemeinschaft. Ich war bei der Öffnung dabei. Also da sind nur strahlende Leute rausgekommen. Das sind mehr als Kleider. Also das ist nicht beschreibbar, was da kreiert haben über Wochen mit unglaublich viel Arbeit. Es gibt buchbare Angebote, was da noch steht. Der Joachim Schaffer-Suchomel hat eins gemacht, das Thema Fühlen, der ist leider verstorben vor ein paar Wochen. Und wir sind Deutschland aufgefahren und haben uns verabschiedet bei ihm. Und das war kein Trauerraum dort, sondern das war eine tiefe Dankbarkeit, die da waren. Wir waren in seiner Wohnung, sind auf seinem Bett gesessen. Also, du siehst, was da wirklich möglich ist, wenn man so als Mensch öffnet und diese Emotion, dieses Gefühl, das macht uns Menschen in dem Sinn aus. Gut, im Februar haben wir noch wieder einen Monatszoom, da geht es um Handwerk, da geht es um Natur, da wird Wimmer Stefan dabei sein, von Wimmer Schneidert. Und eins, das war jetzt super, super beim Lauderspruch. Bei uns im Bangau haben wir so Eisbaden gemacht, Wimhof und ja, das war auch ganz, ganz schön, weil das, liebe Frau Dr. Reischl, ist ja, glaube ich, auch das, was du dir wünschst als Gesundheitsmedizinerin, dass die Leute wieder gesund sind, in ihre Kraft kommen, dass du Patienten verlierst im positiven Sinne. Und dieses Atmen, der Atemverbund des Eisbaden ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk. Und das machen wir noch einmal im April. Einige nicht kennen haben und da bringen wir sicher wieder 10 Leute zusammen. Das sind alles so Instrumente, die wir aufbauen, Hilfe zur Selbsthilfe, wo man in dem Sinn gemeinsam wirkt. Und jetzt noch eine kurze Schlussrunde. Inspiration, Ideen, alles ist da in dem Sinn willkommen. Und es darf auch Kritik sein. Das ist an mir ganz wichtig. Wenn man sagt, na, darf ich das jetzt schon so sagen? Ja, nur das zählt. Alles andere kennen wir eh. Das ist unausgesprochen. Das bringt alles nichts. Was können wir an? Was können wir kreieren? Wir kennen jedenfalls mit 300.000 Unternehmen, die da sind in Österreich, im Moment noch. Wenn man 10% nimmt, ist das eine riesige Wirkkraft. Bauern genauso. Ich habe das eh schon so oft gesagt. Und was mein Wunsch heute halt ist, dass man einfach, dass sie Menschen, Unternehmer einlassen, in die Ökonomie der Menschlichkeit kommen und dann sind eh die nächsten Schritte zueinander finden, wo wir es besprechen. Wir begleiten uns, wir nähern, stärken uns, wie du, Angelika, wo die Menschen einfach spüren, wenn sie bei dir als Ärztin sind, wow, ich fühl mich angekommen, ich fühl mich verstanden. Und das macht ja das Leben in dem Sinn aus. Überleben ist zu wenig. Und in die Angst gehen und sagen, ja, nur keine Krankheit nicht, sondern es geht wirklich um das Erleben, um den Raum, um das Öffnen. Und da ist viel, viel mehr möglich. Und mit der Freude gehen wir aus der Angst raus und ändern wirklich in dem Sinn die Perspektive. In diesem Sinne, wer mag so zum Abschluss noch ein paar Worte sagen?
Ja, ich denke mal, ganz, ganz wesentlich ist, dass wir einfach selber eine Vorbildwirkung zeigen und einfach auch mutig sind, dass wir die Leute ansprechen. Also mich fragen auch sehr oft die Leute, wie machst du das, dass du immer, ja, dass du immer positiv bist und wie hast du deine Zeit bewältigt, wie es dir nicht so gut gegangen ist. Denk mal, das ist einfach auch ein Geschenk, was man gekriegt hat. Und allein schon das, dass man, wie man das nach außen tragt, das ist schon, ja, sehr viel wert im Umfeld. Wenn man jetzt erzählt, wir sind da bei der Ökonomie der Menschlichkeit und es ist einfach so wichtig, dass man einen menschlichen Zugang miteinander haben. Und jetzt haben wir uns auch in einer Ärztegruppe, die einfach eine neue Medizin leben, vereinigt. Wir nennen uns Zukunft Medizin. Und da gibt's neuerdings jetzt dann im März 2024, am 16., 17. März, einen Kongress in Salzburg. Und da gibt's namhafte Vortragende und die sicher ganz viel Leute schon mitbringen, anziehen. Und da ist ein neuer Gestaltungsraum möglich auch. Und das finde ich so spannend, dass da auch so viel entsteht. Da ist wieder ein neues Netzwerk. Da kann man auch über unsere Ökonomie der Menschlichkeit auch zum Beispiel reden, in Gesprächen, in Austausch. Du triffst eine gewisse Gruppe von Menschen, die einfach offen sind für das miteinander. Und das macht ganz viel Hoffnung und ja, lässt mich einfach auch positiv in die Zukunft blicken. Schön. Und das Leben unterstützt uns, das sehe ich immer wieder. Was das ist, man glaubt oft, es geht nicht weiter, es sind müssen Herausforderungen. Es kommt immer irgendwo wieder ein Licht daher. Ich glaube, wir können richtig vertrauen und wir werden eine positive Zukunft haben. Eben auf das schauen, was nährt. Und toll, wenn Sie auch da ein Netzwerk geschafft. Gerade die Medizin ist so, so wichtig, dass man Symbiosen schafft, dass man sie in dem Sinne ergänzt. Und wenn man da ein förderliches Umfeld hat, dann ist das in dem Sinn sicher dienlich. Du, danke, liebe Angelika. Es ist ja interessant, wie ich in der Region, wo du lebst, gefragt habe und mit Menschen geredet habe, Unternehmer, die an Bord sind. Ja, die Frau Dr. Reichel, ja, die kennen wir und die muss unbedingt dabei sein, weil die lebt ist. Und ich habe auch gleich einmal einen Termin gekriegt bei dir. Und das ist bei mir immer das Schöne. Ich habe auch nichts erklären brauchen, weißt? Das ist auch so, oder wie beim Sebastian, diese Ökonomie der Menschlichkeit, die ist so logisch. Der Thomas Schiller zum Beispiel sagt, das ist keine neue Wirtschaft, das ist eigentlich die ursprüngliche Wirtschaft, wie sie sein soll. Und wenn wir die nähern, wenn wir die kommunizieren und wenn man eben diese Kreisläufe sichtbar macht und richtige gemeinsame Verantwortung übernimmt, dann kann da viel, viel geschehen. Es wird noch sehr kompliziert gesehen. Danke, Angelika. Ja, darf ich mich vielleicht auch kurz melden? Bitte, Sebastian. Ich habe das heute sehr genossen, zuzuhören. Weil es waren wirklich drei tolle Persönlichkeiten, die da super Inputs gegeben haben. Und was die Angelika macht, das finde ich sehr, sehr schön und gut. Und ja, ich kann da eigentlich auch nur beipflichten. Und ich glaube auch, dass eben Psyche, Gesundheit sehr, sehr stark miteinander verbunden ist. Und ja, war wieder sehr interessant, da mal zuzuhören und haben mal wieder sehr viel mitnehmen können. Dankeschön. Schön, dass du die Zeitnummer hast. Ja, ist wirklich überhaupt nicht selbstverständlich. Danke, Sebastian. Und Menschlichkeit verbindet, das ist uns so wichtig. Wir kriegen oft, da muss man Initiative gegen die Regierung und was weiß ich was alles, weil es ja immer irgendwie Täter gibt. Nein, überhaupt nicht. Wir haben so ein niedriges Bewusstsein und alles, was rundherum ist, ist richtig so, wie es ist, weil es die gemeinsame, zumindest ist es meine Wahrnehmung oder meine tiefe Überzeugung, dass wir das geschaffen haben, dass das Lernthemen sind. Und wenn wir sagen, wir wollen einen anderen Raum haben, einen anderen Umgang haben, dann ist das auch in unserer Hand, auch mit grüßen Kinder. So schön. Ich grüße die Kinder. Die sind teilweise völlig überrascht. Da kommt ein Mensch daher, der grüßt, ja. Das liegt nicht an den Kindern. Wir müssen den Kontakt wiederfinden. Wir müssen da einfach schauen,
dass wir da unseren Beitrag leisten und eben, wie die Angelika gesagt hat, mutiger sein, weil der Verstand, das Ego, das bremst uns immer, kommen das da auch, geht das, gerade wenn es auch um Gefühle geht, das ist so ein wichtiger, schöner Ausdruck. Und wir haben jetzt eine Verabschiedung gehabt von einem besonderen Menschen, vom Heigermoser Peter, das war tief berührend, das war auch so ein Vertrauensmensch. Und mir ist da erst bei der Verabschiedung bewusst worden, was ich da für intensive Beziehungen habe zu ihm, ja. Und das macht es in dem Sinn aus und das ist auch meine Motivation. Gut, mag noch wer? Gerlinde, du hast auch Naturhaar vor, wenn ich das so sagen darf zu Michaela. Und meine Frau hat sich jetzt auch entschieden, dass sie der natürlichen Farbe vertraut, was, glaube ich, für eine Frau oft das eine gewisse Überwindung ist. Also sie macht jetzt gar nichts mehr von Färben. Gerlinde, magst du noch was sagen als besondere Bäuerin und Freundin? Ja, das hat sehr lange gedauert, bis ich diese schöne Menschen gekriegt habe. Ja, das ist auch eben seine Entscheidung, aber ich denke mir oft einmal, bevor es schlecht gefärbt ist, ist es mir lieber, es ist Natur, gell? Auf alle Fälle war das heute eine tolle Runde. Danke vielmals. Ich habe es ja mit Freuden heute zugehört. Was mich auch ganz besonders interessiert hat, weil wir sind ja auch Senioren, gell? diesen Beitrag auch von der Carmen. Viel gut, ja. Gedacht hab, wow, das war eigentlich was wir in der Region brauchen hätten. Ja, vielleicht im Enns Bongau, vielleicht schaffen wir das. Weißt, das ist möglich. Weißt, das also ist das so viel möglich. Mich, ja, das würde mich wirklich interessieren, was denn wir sind ja jetzt dann die Seniors im Hause und haben wieder ein bisschen Zeit, uns für was anderes auch zu engagieren. Und es darf ja was los sein, weil sonst ist es langweilig. Und speziell oft was Neues wieder. Ja, das hat mir auch gut gefallen. Dankeschön, Angelika, sowieso. Die Ansätze in der Medizin so wertvoll. Ja, und dann, was soll ich noch sagen? Ja, die Naturkosmetik natürlich ist ja auch so ein wichtiger Baustein, weil entweder eben mit den Medikamenten, mit den Hormonen, mit die, wo auch im Essen oft drinnen sind, ja, das kommt ja alles wieder in den Naturkreislauf und dass man da einfach wieder in dem Sinne auch weniger kriegen von dem Ganzen oder bewusster werden, was wir denn da eigentlich deren, weil das ist ja nicht geschluckt und weg, sondern das ist dann auch in der Ausscheidung, geht das wieder in den Kreislauf über. Ja, wir haben einen kleinen Bauernhof, sage ich mal, mit 3 Apartments. Und dieser Umgang mit den Menschen oder auch dieses, den Menschen so wahrnehmen, wie er gerade seine Befindlichkeit hat, ja, das ist schon ganz wichtig. Mhm. Und wie die Angelika gesagt hat, die herzlich aufzunehmen und dass sie einfach so sein dürfen, weil wir sie sind und sie im Urlaub wirklich erholen können, auch ohne an recht an Zwang oder Druck irgendwas viel leisten zu müssen, ja, oder irgendwas darstellen zu müssen. Und das ist auch ganz interessant, was wir oft für Gespräche dann haben. Und der Hans, den kennst du ja mit seinem Schmäh und Humor, der die Sache immer gleich auflockert, wenn es einmal irgendwie kompliziert werden würde. Mhm. Ja, also muss sagen, das war halt eine recht runde Geschichte insgesamt. Ich glaube auch, dass diese themenspezifischen Richtung auch gut ist, wenn man schon weiß, um was geht's denn vom Fokus her, weil Februar Handwerk wird auch interessant. Der Händewerk, das hat so viel Kraft auch für die Psyche, das ist ganz was anderes wie Industrie. Wir müssen einfach schauen, dass uns die Industrie nicht völlig überläuft und dass wir da richtig auch sagen, wo wollen wir denn hin, in dem Sinne in der Gesellschaft. Gerlinde, ich danke dir. Ich freue mich mit jenen, wo wir uns sehen, am 21. im Spital oder sonst bei anderer Gelegenheit Zoom oder es wird dann auch wieder eine Wanderung geben. Also da ist einiges in dem Sinn in Planung. Und wenn ihr Ideen habt, egal ob es irgendein Vortrag ist, Impuls oder ich habe jetzt ein Interview mit einer Journalistin, mit einer ganz einer tollen, es gibt einen sehr produktiven Journalismus auch, aber das ist eben noch, das sind nur die kleinen Pflanzen. Und wenn wir die mehr und mehr nähren und einladen, die Perspektive in Richtung ermöglicher Freude,
zu ändern, dann ist in dem Sinn was gelungen. Und wenn die Universitäten dann die Ökonomie der Menschlichkeit lehren, als wissenschaftliche Lehrmeinung, dann ist uns gelungen. Und wenn die Medizin lehrt, dass der Mensch ein zusammenhängendes System ist, Körper, Seele, Geist, dann ist auch was gelungen. Und wir werden das definitiv noch erleben, weil die Zeit reif ist einfach. In diesem Sinne, ich danke euch und bis bald einmal oder irgendwann. Wir sehen uns jedenfalls. Danke.